Ja, hi Christoph, hi Buddy Ogün und alle Leute, die das Video gucken. Hi. Ich habe verschiedene Fragen an dich, Buddy. Und zwar als allererstes, wann hast du damit angefangen, deine Persönlichkeiten, deine multiplen Persönlichkeiten zu entwickeln? Die zweite ist, welches ist deine Lieblingspersönlichkeit, wenn du eine hast? Und die dritte ist, momentan wird ja viel über Integration debattiert. Und meine Frage wäre dann an dich, als jemand mit verschiedenen Charakteren aus verschiedenen, naja, Hintergründen, was sagst du zum Thema Integration? Wie sollten wir dieses Thema angehen oder sollten wir es überhaupt diskutieren? Ja, Yoshi, ich grüße dich, mein Freund. Ja, erste Frage, wie der Nacken auf die Sachen kommt, weiß ich nicht. Der ist horny und crazy, sag ich. Da kommt so einiges raus. Ja, no comment von meiner Seite, kann ich schwer Aber beantworten. seit wann das war, weißt du doch. Seit wann das war, weiß ich. Ich habe ihn ja kennengelernt. Ich habe ihn kennengelernt vor 4 Jahren in Thailand. Da hat er mich auch schon vollgesülzt mit seinen ganzen Telefongeschichten und so. Also, das hatte ich da auch schon gemerkt gehabt, dass der ein bisschen nicht ganz dicht in der Birne drin ist. Ja, welche er am liebsten spielt. Ich weiß, dass er abends immer vorm Spiegel steht und Kim Jong-il nachmacht. Prinz Charles macht er auch manchmal nach. Also da scheinen so Vorlieben zu sein. Dritte Frage, ja, Integration. Ich sag da nur eins. Wir fassen uns alle an die Hand und machen eine riesige Party. Wo ist denn das Problem, sag ich? Ne, Christoph? Ja, Ja, eben. Wo ist denn das Problem? Ob ich jetzt gelb, rot oder schwarz bin? Oder gelb, rot, schwarz? Oder grün? Einfach in den Arm nehmen und tanzen, sag ich.